Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. wie ich weiß, die Wolke auf dem Todesberg sieht unheilvoll aus. Das ist das, was brennende... Ja... brennende, Atmosphären verschlingende Kreise über dem Himmel nun mal tun. So, jedenfalls, ich dürfte jetzt ungefähr wissen, was ich tun muss, denn ja, ich musste wirklich, wirklich, wirklich nochmal stark nachdenken und habe auch, ja, teilweise nachschauen müssen. Das ist, weil ich da überhaupt nicht mehr drauf gekommen bin. Diese Statue kann man nämlich anscheinend verschieben unten bei Darunia, sein Ding, sein Loft. Yep. Und das ist eine Sache, die ich nämlich irgendwie ganz schön vergessen habe. Da, das Ding, das muss nämlich weg. Aber scheinbar in die andere Richtung. Und da musste man... Ah, man musste das ziehen. Tada! Tada! Tür ist offen. Jetzt sind wir hier im Todeskrater und ist instantly nicht gemütlich. Das ist sofort Hölle. So, warum hat Darunia... Es geht kaputt hier. Warum hat Darunia hier bitte einen Hintereingang in einen Vulkan? Außerdem technisch gesehen müsste das nicht eigentlich zu heiß sein, als dass man da überhaupt leben könnte. Nur so theoretisch natürlich. Praktisch ist natürlich alles Spielelogik und so. Cool. Mach mal den hier. Hopp. Endlich reicht unser Endhagma. Schick! Du freaking Ninja, do! Oh, wer spielt jetzt schon wieder hier Harfe? Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Okay. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun der Boleore des Feuers. Okay. Also, runter, A, rechts, runter. Meine Ocarina hat schon wieder ein Lied gelernt. Zum Glück kann ich das nicht. Link, wir werden uns wiedersehen. Oh mein Gott! Er steckt in Brand! Wie noch gleich macht er das, dass er sich selber in Brand stecken kann? Und alles in allem weiß ich ja, dass das sieht dafür, dass wir dann hier zu diesem feurigen Symbol hin können. War denn nochmal dort? Kann ich mich drum sorgen, wenn ich auf dem Rückweg bin? Gehen wir erstmal in den Feuertempel. Warum auch immer die hier so einen barbarischen Feuer... Warum macht Link sich so eine Sorge, wenn er sich einfach festhält? So. Dachte, du kommst ohne gebrochene Knie davon, wa? Nein. Tust du nicht. Nie. Feuertempel. Das bringt's direkt auf den Punkt, würde ich mal so vermuten. So, wir haben Türen, wir haben Fledermäuse, wir haben direkt alles, was wir in Dungeons so haben. Gehen wir mal hier rein. Hallo? Yellow.
Bitte, bitte oh, nicht so schnell. Bitte, bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen. Die armen Goronen fürchten um ihr Leben. Ich muss sie retten. Als, weiß nicht, Typ mit Nase. Ach, dafür braucht man, glaube ich, den Hammer. Ich weiß genau, dass ihr Fledermäuse da oben seid, aber dieses Mal habe ich kein Deku-Schild. Dieses Mal... Oh, shit. Danke für mich hängen. Oh. Ja, Navi, jetzt das eine Mal, wo du hier hilfreich sein könntest. Ach, was, warum soll ich hilfreich sein? So. Gib mir einen guten Grund, warum ich dich nicht in eine Flasche stecke und irgendwo ins Wasser werf. Yeah. Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich, Link! Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten. Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkräte Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuersprengende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kräte zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in denen man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Und jetzt gehe ich mal rückwärts durch eine Tür und habe einen Schlüssel und den lasse ich dir nicht da liegen. Übrigens sehr nett, dass du hinter dir auch wieder abgeschlossen ist. Da runter, du bist echt ein Vollidiot, kann das sein? So richtig so... Mir fehlt zwar die Waffe. Ich kann auch nicht überleben. Aber ich gehe trotzdem. So. Der erste von euch ist frei. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus dem Deckenrad nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Sehr nettes Geheimnis, da wäre ich auch von allein drauf gekommen. Ist ja nicht so, als ob wir so was Ähnliches schon mal gemacht haben. In einem anderen Ding. So, wow. Und... Oh. Ah, ich kriege gar keinen Damage durch die Feuerrüstung. Ich hätte die ganze Zeit durch die Lava rennen können. Super. Okay. Macht nichts. Genius Darunia hat ja, oder Daruna, Darunia. Hopp. Hat ja dafür gesorgt, dass wir alles wissen, was wir wissen müssen. Nämlich nichts. Hat alles richtig gemacht, Mann. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Feen. Warum sind hier Feen in Flaschen eingesperrt? Und warum kann ich nicht die Navi da einsperren? Das würde nämlich so vieles leichter machen. Okay, man kriegt doch Schaden nach einer Zeit. Oder genug Schritten, ich habe keine Ahnung. Gut, die Tür war es schon mal nicht. Gehen wir halt weiter. Wir haben jetzt einen Schlüssel und so. Oh mein Gott, Link. Das ist jetzt keine Magie. So. Gehen wir den nächsten Blub an den Raum. Hier ist es kuschelig. Sehr kuschelig. Fledermäuse. Raketenbetriebene Podeste. What? Hinterfragt ja eigentlich keiner, warum hier sowas existiert. Ja. Oh.
Was soll ich denn hier oben gerade? Oh. Oh no. Ah. Ja, wie. Nur du schaffst es an einem Abhang. Link. Are you fucking kidding me? Das ist nämlich nicht sehr nice, was du da jetzt gemacht hast, Link. Könnte fast mal. Das machst du absichtlich. So, ich vermute mal einfach, das ist eine Wand, wo wir noch nicht durchkommen. Legen wir eine Bombe. Wenn nicht, benutzen wir das Auge der Wahrheit. Yep, Bomben tun es auch. Oh nein, das ist doch der Dungeon, wo es hier diese Fake-Türen später gibt. Ich hasse Fake-Türen. So, guten Tag. Die Quallen haben ein Ende. Ich bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Goronen kann dir dabei behilflich sein. Das ist ein tolles... Toller Hinweis. Bis jetzt sind die Goronen echt nützlich. Wirklich wahnsinnig hilfreich. Statt mal zu sagen, so, ja, ich habe mal wirklich ein paar Informationen für dich, die könnten ganz wichtig sein, kriegst du hier nur zu, ja, ja, ich hab Geiles für dich. Die offensichtliche hilfreiche Waffe ist hilfreich, wenn du sie benutzen wirst. Alles andere funktioniert nämlich dann da nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Link keinen Bock darauf hat. Okay. Benutzen wir den Schlüssel. Da hinten war er sowieso versperrt. Oh. Okay. Ich hätte jetzt gehofft, dass es ein bisschen actionreicherer Slide wird. Deckung. Oder auch nicht. Gut, ich gehe da mal. Scheint ja nicht so wirklich von Wichtigkeit gewesen zu sein. Ich hoffe, das war jetzt keine Verschwendung von einem Schlüssel, den ich woanders hätte benutzen können. Obwohl, meines Wissens nach ist Zelda jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, Game-Breaky zu sein. Epic Fail. Aufpassen. Ich möchte nicht unbedingt in der Lava versinken. Boss ist dumped. Hey, sieht das nicht aus wie ein Symbol am Zeitportal? Frage. Achso, Moment, da musste man doch die Hymne der Zeit spielen oder so ein Kram. Moment, wo haben wir das Lied denn? Da war sie. Rechts, A runter, rechts, A runter. Rechts, A. Oh, voll. Ich verwechsel das immer. Und dann ziehe ich eine Bombe, weil ich doof bin. Rechts, runter. Rechts, runter. Okay. Sick moves. Türchen geöffnet. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah, nein. Fliesen! Das ist sehr hilfreich, Navi, dass du mir nichts dazu sagen kannst. Obwohl, gut, wann willst du mir dazu sagen, dass es Fliesen sind? So. Du kannst mal direkt... Was zum Teufel sehe ich da? So, du bist jetzt wieder Matschpampe. Danke für die Rupees. Mehr Zeit, dass ich hier Rupees hab. Na komm. Hopp.
Hast eine goldene Skulptur eingesammelt. Wie im Profi. Ja, hier komme ich wahrscheinlich nicht weiter, oder? Nee. Okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.